Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum Gucken von Best of Rocket Beans TV September 2023. Wir sind ein bisschen spät dran, aber ich habe es bis heute nicht gesehen und das holen wir jetzt nach. Und wir fangen direkt mit mir an. Warum eigentlich? Guck mal, da bin ich. Wir fangen direkt mit mir an und ich würde sagen, let's go. Nein, ey! Das ist doch Quatsch. Ich erinnere mich. Oh Mann. Okay. Was ist das? Ich würde mal versuchen, darüber zu kommen. Au. Anton. Wirklich. Oh, Lies of P. Bei Densen. Der fällt auch da runter. Au. Oh, oh. Herz! Scheiß-Game! Nein! Mann, ich hasse euch! Vier! Ich bin dir! Das ist ein geiler Remix. Vier! Ich besuche euch zu Hause! Ich weiß genau, wo du wohnst! Bam 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 bam. Na du Ficker. Oh, Mario wollte ich auch dringend spielen. Ah, nicht hektisch werden, du dummes Brunftkind. Nein. Weg. Dummes Brunftkind. Ja, du kannst da, du kannst. Ah, ich. Was macht er denn? Der ist durch. Warum ist er so schlecht? Was ich ist bin das? Im Feuer. Oh. Alter Satan. Du fettes Stück Blechscheiße. Wieso bewegst du dich nicht? Also wenn man uns nicht kennt, würde man fast glauben, wir sind eine Horde Mittelalter Choleriker, die schlecht im Zocken sind. Was hat er gemacht? Nein, jetzt habe ich wieder Mission neu starten, statt Checkpoint neu starten. Du verficktes Dreckspiel. Das passiert immer. Wer macht denn diese zwei Menüpunkte direkt untereinander? Okay. Gott, herrlich. Nein. Okay, das gefällt mir. Ich bin der allerdümmste Mensch. Man muss den Leuten in die Augen schauen können. Kannst du sehr gut. Und wissen, ja, ist halt bei Eternus halt. Was? Ja, man startet in die Leere des Universums. Und da geht es darum, dass diese Aliens daran glauben, dass guter alles, Schnitt. was eine gewisse Komplexität hat im Leben, dass die dann so eine Seele bekommen. Also das, was wir Seele nennen, ist für die eine real existierende Sache, die existiert und immer größer und wichtiger und dichter wird, je nachdem. Dichter. Wie gesagt, ich glaube das nicht. Ich muss das alle drei Sekunden sagen. Ich weiß nicht, je nachdem, Seele wie dichter ist. Groß dein Bewusstsein ist. Also wir haben eine Seele, Tiere haben eine kleinere Seele, Insekten haben wahrscheinlich ein Seelchen oder so, ne, so in die Richtung. Und die farmen uns am Ende unseres Lebens, wenn du ins Licht gehst. Und das ist eine Commodity. Also sowas wie, das ist bei denen, hat einen Wert. Du bist quasi so eine Art Kunstwerk, weil du eine große, prächtige Seele hast. Und dann fängt es nämlich an, dass du denkst, okay Leute, also ne, andere Wesen benutzen uns nur als Commodity. Wie gesagt, sowas glaube ich nicht. Aber diese Leute glauben dann auch daran, dass die ganzen schlechten Gefühle, die auf der Welt verbreitet werden durch Social Media und so, dass das am Ende von den Aliens gesteuert ist. Weißt du, also du landest dann immer am Ende bei sie gegen uns und bei einer Verschwörungstheorie. Ich glaube das nicht. Aber diese Leute, die glauben das. Und dann denkst du dir, okay, dann hast du also richtig Angst den ganzen Tag, weil du irgendwie denkst, du bist nicht frei. Und du glaubst das auch, oder was? Nein, ich hab... Arschloch. Okay, bis dann, ciao. Komm. Okay, ey, aber es gibt wirklich Leute, die sich sowas ausdenken, ne? Und für die ist das so. Schneller! Polaris? Ich hasse schonen. Ich würde nie irgendwas in meinem Leben schonen. Schonen heißt letzten Endes töten. Wer schont, tötet. Nur wie die volle
Härte des Lebens ungefiltert ins Gesicht kriegt, kann ihr irgendwann auch widerstehen. The Wolf is une dense pater. Ich bin Helmtyp. Ich bin Knie-Schienbeinschoner-Typ. Ich bin ein Knieschoner-Typ. Ich bin Nackenschoner-Typ. Ich bin ein Flankenschoner-Typ. Ich bin Rückenschoner-Typ. Ich schone. Generell schone. Good day to you. Schonen ist schön. Wisst ihr, Urlaub ist einfach toll, mal rauszukommen. Ich habe neulich ein Video gesehen, ganz kurz, wo, weil ich gerade Florentin World of Warcraft spielen sehe. Da ist jemand mit seinem Fluggreifen oder wie die Dinger da heißen, was ich von Orgrimmar nach Schmoggrimmar geflogen, was Florentin auch gerade gemacht hat, ne? Gibt ja diese Schnellreise, ist dann so, dass man auf dem Rücken eines flugfähigen Tieres irgendwie irgendwo hinfliegt. Und dem ist ungefähr 20 Meter vor der Landung das Spiel abgestürzt. Und dann hat er das Spiel neu geladen und man wird ja auf dieselbe Stelle gesetzt und dann ist er quasi einfach 30 Meter runtergeknallt, weil da an der Stelle, wo er war, war ja vorher unter ihm ein Reittier und dann war da kein Reittier mehr. Und dann ist er runtergefallen und gestorben. Und das war Permadeath. Also das war bei diesem World of Warcraft Hardcore, was Teenie auch spielt, ist ja der Charakter dann fällt mal weg. Und so hat er seinen Charakter verloren. Ist das nicht eine Frechheit? Um neue Dinge zu erleben und auch mal so ein bisschen wirklich auch mal die alte Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen und auch mal wirklich den Horizont zu erweitern, auch mal neu. Hallo. Aufstehen, aufstehen, hallo. Fuck. Mach einfach, du schaffst es. Ah, das ist noch ein bisschen besser. 28,049, das war genau ein Zehntel langsamer. Weiß doch jetzt nicht, was ein Zehntel ist um die Uhrzeit. 0,1. Es gibt wirklich sehr kleine Penisse, die sehr groß werden können. Was ist da die größte Diskrepanz? Also zum Beispiel schlaffer Zustand, 3 cm, erregierter Zustand, 20 cm wären ja ein Wachstum von 17. Wenn du jetzt bei dem Hydranten oben diesen Zipfel wegmachen würdest, dann wäre es eindeutig ein Penis. Du siehst die Delle hier, ne? Ja, die dumpfe Delle. Ja, absolut richtig. Ja, kann man mal bitte den Hydrant ausschneiden? Und mir in den Schritt kurz, dass man sieht, was ich meine. Mach mal den Schritt auch bitte ein bisschen hydrantig. Ich dachte, dass du den da... Weißt du, ich mal mir nur gerade aus, welche Boing-Geräusche ich mache. Und du bist jetzt abhängig davon, ich kann dir auch den Hydrant ganz klein machen dahin. Ja, das ist... Oh, fantastisch. Es ist auch Mara! Also wenn es einen Durchschnitt gibt, gibt es eben auch das unterm Durchschnitt. So, ja. Kann. Irgendeiner muss den Durchschnitt ja runterziehen. Genau. Also den... Gern geschehen, Eddie. Jetzt wieder. Teenie ist gar kein Weibchen. Das habe ich erst gestern gemerkt. Ich hoffe, er nimmt mir den Namen nicht übel. Ja, das habe ich auch erst gestern gemerkt, oder? War ich sehr überrascht. Und dann gibt es ja noch den Proktologen. Genau, das ist für Enddarmerkrankungen. Enddarmerkrankungen. Also Hämorrhoiden, irgendwelche Entzündungen, so. Ja. Ah, dann brauche ich sie heute hier gar nicht. Ja, Mensch! Da kann ich jetzt wieder gehen. Ich würde halt dieses Saugen ist mir zu. Das ist nicht deins, das ne? Das ist einfach nicht meins. Dieses am Plastik saugen, Colin. Ja, na gut, dass du es nochmal konkretisiert hast. Wenn man Orgasmus hatte, dann ist es ja oft auch, sag mal, unangenehm weiterzumachen. Mhm. Oder man braucht eine Pause oder sowas. Warum denn? Warum kann man. Also zwei, drei Tage. Warum kann man nicht direkt weitermachen und warum gibt es diese Abklingen-Phase? Ich interessiere mich. Wir haben Eddie verloren. Okay, ich bin wieder da. Ey, ich will jetzt auch die Antworten hören. Das sind gute Fragen. Ekelhaft, die Soße ist ekelhaft, die lassen wir weg. Nein! Die lassen wir weg. Micha, das geht nicht. Was ist das? Das gehört aber dazu. Nee, die ist absolut ungenießbar. Pass auf. Die ist so sauer. Die Soße hat geschmeckt. Hier, die Bratkartoffeln waren echt schön knusprig. Und ich hab dich gesehen und ich hab gedacht, Mann, Gino, der sieht
noch jünger und noch gesünder aus als damals. Jetzt bist du dran, mir ein Kompliment zu machen. Colin, du siehst aber... Ey, da muss ich aber... Auch mal Gino, ne? Das ist einfach so lächerlich. Der ist, Gino ist so ein schöner Mann, der nichts anderes macht, außer durch die Welt zu touren und irgendwo Yoga-Übungen am Strand zu machen. Damit verdient er seinen Lebensunterhalt. Fährt von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten und sieht die schönsten Ecken der Welt. Und das ist sein Leben. So. Was soll denn das eigentlich? Gino ist eigentlich eine Provokation auf zwei Beinen. Das ist, Gino hat so einen utopischen Lebensstil. Die ganze, also das Gesamtpaket Gino ist einfach eine Frechheit. Wirklich. Das ist einfach eine Frechheit. Das haben wir nicht abgesprochen. Ich wusste, dass es in die Hose geht. Verdammte Hacke. Deutlich jünger aus, als man, als du bist. Ja. Hm. Was ist das jetzt? Kann ich dir helfen, Mann? 3, 4, 5. Was war das? Ach so, war das Pen and Paper? Die Gegensätze könnten gerade nicht krasser sein. Dieses Brettspiel war das. Wird durchgerechnet und da wird mit dem eigenen Haarstoff gekämpft. Ich mache in Kant weiter, das ist auch unten im Süden. Welcher Kanton genau? Auf dem Computerbildschirm. Hier, Kant. Ja. Hast du gut erkannt. Herr der Ringe. Bei mir geht's an die Küste. Risiko. Nach Enidweid. Oh, das ist Enidweid. Mal, ihr habt schon oft die Frage gestellt, wann kommt endlich mal der Yves vom Moviepilot zu uns? Und wir haben es ja auch schon echt oft einige Mal, also echt oft... Ja, ich bin schuld. Ich bin schuld. Kamera, ja, ich bin schuld. Weil ich dachte, du bist Yves. Hast du das neue Game schon gezockt? Starfield. Starfield. Nee, ich habe hier nur Gutes. Ich habe mich mit dem Vorgänger noch beschäftigt. Ja. Mit Nein. Garfield. Ja, ich kann auch nicht immer nur Best-of-Material hier anbieten. Naja, komm. Lassen wir einfach die Gags den Nils machen und konzentrieren Richtig uns hier aufs Zocken. Was ist der Lieblingsdinosaurier von Polizisten? Archäopteryx. Ach nee, komm. Was bedeutet das, wenn jetzt eine angehende Zahnarzthelferin oder ein Zahnarzthelfer eine mündliche Prüfung hat? Du musst halt aufpassen, weil viele Banken geben die erhöhten Leitzinsen noch nicht an ihre Kunden weiter. Ja. Deswegen. Aber mit 100 Millionen, aber wenn du Eintracht Frankfurt, hey, ich bin Eintracht Frankfurt, ich habe hier 100 Millionen, Bank. Also bei Eintracht Frankfurt ist Deutsche Bank, ist doch bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Deutsche Bank. Dürfen die bei einer anderen Bank ein Konto haben? Nee. Nicht offiziell. Mach mal gute Zins jetzt hier, Bruder. Wenn du auf der Bank gute Konditionen willst, brauchst du Felix Magath. Oh. Es waren so 200 Leute ungefähr. Das Schloss war riesig und alles war mega geil. Swimmingpool, Whirlpool, alles hatten die da. Sauna, wo lustigerweise alle Finnen die ganze Zeit waren. Die haben da gelebt. Also das ist kein Klischee. Die lieben wirklich Sauna. Wie viele Sauna Finnen waren denn auf dieser Hochzeit? Mehrere. Also, stellt sich raus, doch mehrere. Das war, also mit einem habe ich lange geredet. Finn Kliman oder was? Finn Kliman war der zweite, genau. Dann Finn, war jetzt noch was mit Finn. Warte. Findest du nichts? Ich garantiere euch, ich habe das allerbeste Hochzeitsfoto aller Zeiten. Wirklich? Es ist so, ich stehe so da, so Hip-Hop, Ghetto. Und irgendwo ist meine Frau, die quasi nur so facepalmiert. Und in der Mitte ist Pöttl, wie er gerade so eine richtig dicke Wurst hat. Tobi, was ist dann passiert? Nichts. Vielen Dank. Stark. Es ist mir immer wieder eine Freude, hier diese Brettspiele mal anzugucken, weil ich... Früher habe ich das immer gemocht, mit Freunden gemacht, aber dann keine Freunde mehr gehabt. Deswegen kommst du hier rein und das sind, ja, sind die einzigen Brettspiele, die ich noch mache, okay. Wo ich Leute bezahle für. Kann kein Geheimnis für sich behalten, Andreas gegen Miri P. Denk dran, Verneinung. Ne? Kann kein Geheimnis für sich behalten. Ah ja. Okay. Ready? Ja. Also, im Prinzip könntest du natürlich beide, aber...
das Ding ist, dass Miri einfach sehr stark ist und wenn ich sie nach der Sendung auf dem Flur treffe und ich sage zu ihr, für mich war es dann auch, ich kann es bei beiden machen, für mich war es Gleichstand und dementsprechend habe ich mich nach dem Andreas hat verraten. Und mich hat Andreas mindestens einmal schon verraten. Für mich gibt es hier keinen richtig oder falschen Fall. Oh Gott, Eddie. Es tut mir so leid. Ich brauche dich. Ich dachte, ich krieg ein Ei, wenn ich dich töte. Funktionieren Hühner nicht so? Na gut, zwei würde ich auch sagen. Vergifte ein Fass Aale. Ey. Ja, bitte mach's bumm, bumm gleich. Jetzt rein da. Ach, du Schande. Ja toll, jetzt bin ich tot. Weichensack. Ach, über die Spline müssen wir hier rein. Warte. Hast du die am Start? So, jetzt können wir uns abseilen. Warum hat denn keiner was von abseilen gesagt, Leute? Naja. Wo kann ich... Alles falsch gemacht. Ja, zumindest nicht genug richtig. Mann. Du Schweinesau. Entschuldigung. Was ich meinte, ich wollte mieses Schwein sein. Okay. Das ist Mats nicht besser. Was ist das? Hier. Yeah. Sie nennen mich James, denn ich bin Fames. Oh Gott. Okay. Mehr habe ich nicht. Ich traue mich nicht, durch die Tür zu gehen. Na komm, das wird schon political correct bleiben. Okay. Das Laufen, ey. Alter, es wird immer besser! Es wird immer besser! Okay, das gibt's doch nicht! Das hätte ich, hatte alles erwartet, aber nicht das! What's not to like? Er macht keine halben Sachen, ne? Nee! Jetzt zieht's durch. Und der andere Leute bei einem Schnupfen, ne? Die ganzen Leute von heute beim Schnupfen bleiben sie zu Hause. Der eigene Vater sitzt hustend zu Hause. Der geht zur Arbeit. Also der. Examine the pipe. Hatte ich am Wochenende auch vor. Alarming green sludge oozes from the drain. Hatte ich am Wochenende auch vor. Ja, das ist. Gehört dazu. Lamborghini in the bottle. Das würde ich gerne kaufen, den Lamborghini in a Bottle. Das ist so ein Geist, der einem halt Wünsche... Aber nur Lamborghinis. Du hast drei Wünsche frei. Aber alle müssen Lamborghinis sein. Hat's euch gefallen? Also das war die Spitze des Eisbergs. Hey! Wuhu! Was wollt ihr jetzt von mir? Ha, was wollt ihr tun? Das war so gut. Yes! Oh yes! Oh yes! You have vanquished the powerful blood kill. Terrifying! Mist, aber fünffach kill! Wie geil war das denn? Guck. Sind wir wieder. Ey, es war so knapp! Oh, Scheiße! Das war so knapp, dass der letzte Lump hat mich noch erwischt. Weil. Ich hätte es fast. Guck mal, warte. Das sieht man nicht, weil da so viel Blut spratzt. Aber. Da! Jetzt ist ein bisschen Pixelbrei. Aber er ist der Letzte. Und. Jetzt holt er aus. Er ist der Letzte, der noch lebt. Das wäre natürlich so göttlich gewesen, wenn ich den auch noch erwischt hätte. Und da. Ja, da erwische ich noch einen. Ja, das war's. Und da trifft er mich. Ah, das ist schade. Schade. Wieder hier. Au! Scheiße! Au! Kannst du bitte mal die Mutter hauen? Okay. Ich bin fast froh, dass es. Oh Gott! Das ist ja fantastisch. Es war doch nur ein Schlag. Was passiert, wenn man, pleite ist, kein Geld mehr hat und sehr unglücklich ist? Ist mir noch nicht passiert im Spiel. Wie pleite? Alle meine Aktien sind abgestürzt? Und was mit Atari?
Was, ganz am Ende? Mein Rentenfonds? Leer? Und das 16 Bitcoin? Wertlos? Okay, okay, ich melde mich gleich. Puh. Tja, anscheinend sind die Finanztipps von Super Greg, a.k.a. Gordon Greco, wertlos. Ich bin pleite. Ich hab nichts mehr. Außer diesen mageren 100 Dollar Redus. Meine letzten. Ich geh einen drauf machen, bevor der Pfandleier kommt. Los geht's! Ah! Der Gregor, ey. We're doing big things, big swings, cashing them checks, dropping all them G's. Yeah, we're doing big things, big swings, rolling on dubs, but we stay low key. Rolling in the Cadillac, cruising down the block. Durch den Rocket Bean Supporters Club unterstützt du nicht nur Gregors wilde Eskapaden, sondern auch das Best of RBTV. Vielen Dank. Hey Leute, Nikola, ich höre Nils bei mir im Stream. Kannst du es bitte ausstellen? Einen weiteren Raum werden wir jetzt nicht schaffen, denn jetzt. Moment. Ist das jetzt aus dem Best of? Was passiert hier? Mein Kopf explodiert gleich. Oder war gerade. Ich bin gerade live. Hi Leute, was geht? Ey, viel Wo kommst Spaß du denn jetzt her, Wirt? Was? Also Wirt. Magic. Was, was macht Wirt denn jetzt auf einmal hier? Jetzt sind wir jetzt zu Wirt. Mein Kopf hier. Explodiert gleich. Ey, ich sehe mich gerade selber, während Wirt spricht. Ich auch. Nils mein Video kontrolliert. Ich schaff das alles gerade nicht. Das war Best of September 2023 Rocket Beans TV. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich fand es sehr lustig. Mara, wie immer, überragend abgeliefert. Auch wenn ich gerade im Chat gelesen habe, dass Mara sich ganz bewusst gegen diverse Gags entschieden hat, die ihr versucht habt, bei ihr durchzudrücken. Da muss ich natürlich nochmal mit ihr reden. Das kann natürlich nicht sein, dass da irgendwelche Gags von mir nicht drin sind. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Freue mich über Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ist ja nur noch eine Woche. Da gibt es schon Best of Oktober. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.